Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Dr. Büger zu Wort gemeldet. So, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Staatsministerin Dorn, für die Hochschulen und in Ihrer Regierungserklärung haben Sie die Metapher des Segelschiffs und der Seefahrt gewählt. Ich möchte in dem Bild bleiben, und ich möchte Ihnen antworten. Und dass Sie mir letztes Mal so freundlich mit Ovid geantwortet haben, erlaube ich mir, diesmal Ihnen mit Seneca zu antworten, nämlich Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est, oder mal frei übersetzt: Wenn man nicht weiß, welchen Hafen man ansteuert, weht kein Wind günstig. Weht kein Wind günstig. Und deshalb, Frau Staatsministerin, kennen wir eigentlich unseren Hafen, wo wir hinwollen, unser Ziel? Kennen wir die Untiefen auf dem Weg? Haben wir überhaupt eine Seekarte, um diese Untiefen zu umschiffen? Die Antwort ist leider nein. Denn zu den großen Themen, die wir haben, zu den großen Themen, den Untiefen, die werden in Ihrer Regierungserklärung gar nicht angesprochen. Es ist ohnehin, wie ich fand, sehr, sehr wenig Neues in dieser Regierungserklärung drin. Es ist eine Zusammenfassung von dem, was in den letzten Jahren passiert ist, was entsprechend gemacht worden ist. Das hat sich als eine schöne Zusammenfassung gelesen. Aber ein neues Ziel, ein Aufbruch, den haben wir nicht drin. Und auch neue große Ziele, die werden nicht gesetzt. Sie zeigen uns in der Regierungserklärung keine Wege auf. Sie bereiten keine Weltkarte vor uns auf. Unser Gefühl ist, die Landesregierung, die will hier kleinteilig optimieren. Sie sieht aber das Große und Ganze nicht. Und was meine ich damit? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Ich fange mal mit dem ersten und einem sehr wichtigen Punkt an, in der Lehre. Und da haben wir gleich die erste Untiefe. Nämlich bei den Mitteln pro Studierenden, da bleiben wir noch immer weit hinter anderen Ländern zurück. Und Herr Hofmeister, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört. Sie haben ein gutes Wort gesagt, nämlich Sie haben gesprochen vom Aufholprozess, den man ja jetzt habe. Das finde ich sehr richtig. Sie haben nämlich damit, Hofmeister, zugegeben, dass nach 15 Jahren CDU-Ministern und jetzt 2,5 Jahren Grünen-Ministerin Hessen dasteht, dass wir einen Aufholprozess brauchen. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Feststellung in diesem Haus. Vielen Dank, Herr Hofmeister, dass Sie die gemacht haben. Und da sage ich, Sie versuchen ja, die eine Zahl, die 4%, jetzt zum dritten Mal zu verkaufen. Einmal, als Sie den Koalitionsvertrag abgeschlossen haben, dann vor einem Jahr, als Sie den Hochschulpakt abgeschlossen haben, jetzt noch zum dritten Mal. Es werden aber nicht dreimal 4, also 12%, es bleibt bei je pro Jahr 4%. Und jetzt schauen wir mal, Lohnkostensteigerung. Ich habe mir mal so den öffentlichen Dienst angeguckt. Die sind so pro Jahr im Schnitt 2 bis 2,5%. Und dann gucken wir mal, wie sich die Studierendenzahlen verändern. Ja, das ist in jedem Jahr unterschiedlich. Wenn ich mal das Jahr anschaue, wo wir sehr tief waren, 2007/2008 im Wintersemester, dann sind wir heute 75% darüber. Und seit dieser Zeit haben wir zwischen 1 und 5% pro Jahr Zuwachs, im Schnitt auch so zwischen 2 und 3%. Addieren Sie mal 2,5 plus 2,5, kommen Sie auf 5 raus. Sie haben 4% gegeben. Also da reichen, da gleichen Ihre 4% über diese Zeit gesehen ja noch nicht mal diese Steigerungen aus, oder in Ihrer maritimen Sprache zu bleiben. In Ihrer maritimen Sprache zu zeigen, wir haben nicht mehr Wasser unter dem Kiel. Und natürlich in absoluten Zahlen, das ist ja auch leicht. Das ist ja auch leicht, wenn es mehr Studierende gibt und wir eine Inflation haben. In absoluten Zahlen mag das auch als Hochschulpakt der höchste sein. Aber durch Inflation und mehr Studierende herrscht am Ende doch wieder in den Kassen der Hochschulen Ebbe. Deswegen halte ich für uns Freie Demokraten fest. In den letzten Jahren hat sich die Situation in der Lehre tendenziell verschlechtert. Ursachen sind, wie schon gerade erwähnt haben, zum einen der Anstieg der Studierendenzahlen, dem kein entsprechender Aufwuchs an Stellen gegenübersteht, und zum anderen die Incentivierung, also Belohnung mit entsprechenden Karrieremöglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten von Hochschullehrern, die nämlich Forschungsleistung in den Vordergrund rückt. Was ist denn unser Ziel? Was ist unser Hafen, wo wir hinwollen? Ich hoffe doch sehr, Frau Ministerin, exzellente Lehre.
Aber da sind wir bei weitem noch nicht. Denn Voraussetzungen für exzellente Lehre sind Rahmenbedingungen, die das Land erst noch schaffen muss. Und bei der Betreuungsrelation, auch das wurde angesprochen, auch von Dr. Sommer gesagt, da liegt Hessen noch immer im hinteren Drittel der Bundesländer. Und Herr Hofmeister, wenn Sie dort sagt, ja, da kommen wir voran, wissen Sie, es ist keine große Leistung, wenn Sie auf dem vorletzten Platz sind, dass Sie dann nicht weiter zurückfallen. Ja, natürlich ist das so. Aber Sie starten eben vom vorletzten Platz. Und ich sage Ihnen auch gleich, das alleine, das reicht noch nicht. Denn um exzellente Lehre zu erreichen, da müssen Sie auch die Prozesse innerhalb der Hochschulen anschauen. Und die führen bisher nicht dazu, dass jeder Lehrende, ich unterstreiche das Wort jeder, automatisch über die ausreichenden pädagogischen Fähigkeiten verfügt und dass er die Lehrveranstaltung mit ebenso großer Motivation durchführt wie seine Forschung. Und wie kann man das ändern? Nun, unser Plan als Freie Demokraten ist, dass in Zukunft Lehrleistungen einen größeren Einfluss auf die Berufung für eine Professur hat. So sollte im Rahmen eines Berufungsverfahrens eine Lehrprobe erfolgen, die, natürlich erfolgt sie, genauso hochgewichtet ist wie der Forschungsvortrag. Und wo immer sinnvoll und möglich, sollen auch Ergebnisse von Lehrevaluationen Teil von Berufungsverfahren werden. Und das Berufungsverfahren als Einstiegspunkt wichtig sind, ist klar, aber auch das ist nicht ausreichend. Dauerhaft muss das Engagement in der Lehre belohnt werden und Fehlincentivierungen abgebaut werden. So wurden in den letzten Jahren bestimmte Leistungen in der Forschung gemessen und wurden zusätzlich Mittel unterlegt. Ich sage nur Drittmitteleinwerbung. Das hat man leicht gemessen. Andere Forschungsleistungen typischerweise auch nicht. Während in der Lehre nur extrem punktuell mal ein paar Preise, Incentives für gute Lehre vergeben wurden. Deshalb die Incentivierung ist grundsätzlich zu überarbeiten und insbesondere ist über Incentives für gute Lehre nachzudenken. Dies aber setzt voraus, dass Lehrqualität gemessen wird. Und um das zu erreichen, müssen aussagekräftige Kriterien entwickelt werden. Gerne und selbstverständlich gemeinsam mit den Hochschulen und den jeweiligen Fachbereichen. Wir wollen, dass sich Hochschulen in einem fairen Wettbewerb um die beste Lehre begeben. Das ist im Übrigen an Ihrem maritimen Bild wie eine Regatta, die uns zum Hafen der besten Lehre führt. Und um eine solche Regatta zu machen, da brauchen wir natürlich klare Spielregeln und die fordern wir auch ein. Sie setzen zu wenig Anreize und Sie nehmen damit den Hochschulen den Wind aus den Segeln. Ach ja, Wind und Segeln, Antrieb. Segelschiffe, das ist ja, Frau Ministerin, was sehr Romantisches, aber durchaus veraltet. Die neue Zeit, Digitalisierung, die kommt bei Ihnen viel zu zaghaft. Sie sind eben noch bei den Segelschiffen. Klar, Sie haben erwähnt, 112 Millionen in 5 Jahren, klingt viel. Kollegen Dr. Sommer hat zu Recht gesagt, wann wir jemals diese 5% erreichen. Aber es ist ja in dem Sinne noch schlimmer. Im ersten Jahr, und wir müssen ja gerade starten, um das nachzuholen, Herr Hofmeister, wo wir hinten liegen, 8 Millionen gerade beim ersten Jahr, 16 Millionen 2021, das ist viel zu langsam. Die ganzen anderen Schiffe, die sind uns schon längst enteilt dabei. Und jetzt zur größten Klippe, sozusagen unserem Kaphorn. Nämlich der Forschung. An der Klippe Exzellenzinitiative, auch das wurde schon mal erwähnt, da ist ja letztes Mal unsere Flotte gescheitert. Übrigens auch ein schönes maritimes Beispiel. Schiffe scheitern, wenn sie in Holzscheite zerlegt werden. Und es gilt beim nächsten Mal, diese Klippe zu umschiffen. Und das wird schwierig. Deswegen frage ich, wo ist eigentlich in Ihrer Rede, in der Regierungserklärung, die kritische Analyse dessen, was da passiert ist? Die habe ich nicht gefunden. Wo ist die Neuausrichtung von Löwe? Löwe ist hervorragend. Wir haben das ja gemeinsam auch mal angestoßen. Aber nur die Begutachtung von 6 Clustern, ob das mal reicht, ich habe große Bedenken dabei. Und wo sind die gezielten Maßnahmen, um aus Hessen einen Exzellenzstandort zu machen? Und da kann ich, um im Bild zu bleiben, Frau Dr. Sommer, Ihnen nur recht geben, mit dem Löwe, da macht man einen guten Anschub, aber eine Weltumsegelung schafft man damit nicht. Und auch hier kann ich feststellen, wir haben hier keinen Plan für die Fahrt durch diese schwierigen Gewässer, da herrscht einfach das Prinzip Hoffnung. Und was haben wir stattdessen? Stattdessen haben wir Jubelanträge. Ich denke an das letzte Plenum, die eigentlich so tun, als hätten wir hier die Regatta gewonnen. Nein, meine Damen und Herren, bei aller Freude über einzelne Schiffe, die auch einiges erreicht haben, unsere hessische Flotte als Ganzes ist abgeschlagen. Und Ihre positiven Botschaften, die Sie in jedem Plenum hier verbreiten, die sind Seemannsgarn. Deswegen frage ich, wo sind
die wirklich ambitionierten Ziele, die wir uns doch setzen müssten. Wann haben wir denn zum letzten Mal als Hessen in der Wissenschaft die Welt umsegelt? Wann? Was ist die Weltumsegelung für die Wissenschaft? Das ist der Nobelpreis. Also habe ich mir mal angeschaut, wann hatten wir das? Das können wir nicht in jedem Jahr haben, ist klar. Letzter Nobelpreisträger, der in Hessen zumindest wesentlich gearbeitet hat, 1988, das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe. Man sieht an meinen Haaren, das ist schon ein bisschen her, 33 Jahre. Das war Hartmut Michel, übrigens an einem Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt, also auch nicht direkt an der Hochschule, aber immer ein Max-Planck-Institut. Und um mal zu zeigen, dass es auch Phasen gab, in der es anders war, von 1900 bis 1914, da gab es 6 hessische Nobelpreisträger, also so im Schnitt alle 2 bis 3 Jahre. Wilhelm Konrad Röntgen, Emil von Behring, Paul Ehrlich, Albrecht Kossel, Wilhelm Wien, Max von Laue, Namen, die heute noch groß erscheinen. Ja, wir hatten auch zumindest Nobelpreisträger, die mal bei uns Studenten waren. Ob das jetzt geholfen hat und der wesentliche Punkt war, Reinhard Selden hat mal in Hessen studiert, der hat 94 den Nobelpreis gehabt, und Peter Grünberg, ganz toller Mann, ich durfte ihn mal kennenlernen, 2007 hat er aber in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und seine komplette Wissenschaft gehabt. Und deswegen frage ich Sie mal hier an der Stelle, wo ist eigentlich unser Anspruch als Hessen geblieben, wenn wir es dann 1988 hier keinen haben und es eigentlich gar keine Rolle spielt? Wo ist das geblieben? Machen wir hier Weltumsegelung oder machen wir eigentlich bloß Binnenschifffahrt? Deswegen, meine Damen und Herren, ich befürchte, wir setzen uns hier einfach zu kleine Ziele. Wir denken Forschung in Hessen schlicht zu klein. Und wir denken es nicht nur zu klein, wir denken es auch zu politisch. Und damit kapern Sie ein Stück weit die Wissenschaft. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht nur die Professuren für Nachhaltigkeit, die Sie hier so an jeder Universität installiert haben und die Sie hier groß erwähnt haben. Nein, Sie wollen eine neue politische Rolle der Hochschulen. Sie betonen sehr stark, ich glaube etwas zu stark, die Third Mission, also eine weitere Mission. Ich wäre froh, wir hätten mal die ersten beiden Missionen, wären wir viel weiter vorne, bevor wir uns so stark auf die dritte Mission begeben. Sie setzen Wissenschaft als Mittel ein zur Durchsetzung politischer Ziele. Ich denke hier nur einen Einsatzpunkt in diesem Hause unter dem Thema faktenbasierte Politik, wo es darum ging, mit Wissenschaft eigene politische Ziele zu unterstützen. Oder ich denke, ich hatte das Wort schon gesagt, an die Stunde der Wahrheit. Ich hätte mich über eine Stunde der Wissenschaft oder eine Stunde der Forschung gefreut. Wahrheit, das ist etwas, mit dem Sie den Bogen überspannen. Denn, Frau Ministerin, Wissenschaft hat eine andere Rolle. Sie sollte sich zunächst einmal ihre Themen selbst suchen. Sie sollte die Fragen selbst aufwerfen, die sie untersuchen möchte. Sie sollte übrigens auch unbequeme Fragen stellen, auch Fragen, die uns und vielleicht einer Ministerin unbequem ist, und vielleicht auch angeblich unnütze Dinge forschen. Keiner weiß, ob sie einmal nützlich werden. Und hier müssen wir auch unterschiedliche Konzepte, und das tut typischerweise Wissenschaft, gegeneinander stellen. Es gibt im Übrigen auch nicht die wissenschaftliche Wahrheit. Und zu oft höre ich in Diskussionen immer, das sagt die Wissenschaft und es ist die Wahrheit. Wir haben ganz typisch unterschiedliche Konzepte. Auch hier verweise ich noch einmal an Thomas Kuhn. Und die Rolle der Wissenschaft ist für uns Freie Demokraten deswegen nicht, eine politische Agenda zu unterstützen. Und sie ist auch nicht eine Waffe in einem tagespolitischen Kampf zu sein. Wer das tut, der macht Wissenschaft zu Beiboten seiner Politik. Damit machen Sie bei Wissenschaft viel, viel zu klein. Und dazu passt dann am Ende auch der Umgang mit einem verengten Diskurs. Und da kann ich sagen, und ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, meine Damen und Herren, es gibt hier Alarmzeichen. Wir haben die Studie, die wir an der Goethe-Universität gemacht worden ist. Wir haben die Aussagen des Netzwerks Wissenschaft, Freiheit, Aussagen, denen wir nachgehen sollten und die Alarmzeichen sind. Und das, was wir als Freie Demokraten sehen, das ist, dass Hochschulen hier ja eigentlich einen Kulturkampf widerspiegeln. Ein Kampf, der in unsere Gesellschaft tobt, der von unterschiedlichen Gruppen kommt. Auf der einen Seite Gruppen, die die Meinungsfreiheit benutzen. Und Herr Grobe, wenn ich Ihre Rede gehört habe, dann befürchte ich es auch zuweilen, die Meinungsfreiheit missbrauchen, um unwissenschaftliches Vorgehen angeblich oder auch direkt zu legitimieren.
und manchmal auch um Beleidigungen ungestraft zu sagen. Und das kommt, und auch das muss hier klar gesagt werden, sehr oft, nicht ausschließlich, aber sehr stark von rechten Gruppen. Und dem müssen wir auch entgegentreten. Und genauso. Und dann gibt es als Gegenbewegung vornehmlich aus dem linken Umfeld stammende Gruppen, die dann anderen Sprechverbote auflegen wollen und am liebsten wieder Bücher aus unseren Bibliotheken entfernen wollen. Das fand ich besonders schlimm bei der entsprechenden Studie. Und beiden Bereichen müssen wir entschieden entgegentreten. Und was sagen dann die Grünen zu dem Thema? Frau Eisenhardt, Sie sprechen ja noch, Sie haben es beim letzten Mal bei einer Rede hier auch gesagt. Sie sagen, das ist alles für uns gar kein Thema. Die Hochschulen, die sollen wir nur vor Kritik von außen abschirmen, obwohl die Wissenschaft natürlich Politik kritisieren soll, aber um Gottes Willen nicht in die andere Richtung. Und eine Verengung des Diskurses innerhalb der Hochschule, das ist ja oder das sei ja konjunktiv Teil von Autonomie. Hier möchte ich für uns Freie Demokraten feststellen, es ist nicht eine Sache der Hochschulen für einen offenen Dialog allein zu sorgen. Dies ist eine Aufgabe von uns allen und eine Aufgabe auch von uns in der politischen Welt. Und eine Lehre, die wir auch aus der Weimarer Zeit herausgenommen haben, in einer Zeit, wo im Übrigen die Hochschulendiskurs ganz stark nach rechts verengt haben und so eine ganz unselige Rolle gespielt haben, dass wir alle solchen Anfängen wehren und entgegentreten. Und in Ihrer Regierungserklärung, Frau Dorn, obwohl das Problem da ist, kommt dieses Problem, diese Untiefe, mit keinem einzigen Wort vor. Das halte ich für ein großes Versäumnis. Und noch etwas, was nicht vorkommt. Private Hochschulen, das ist mehrfach durchgelesen, private Hochschulen fehlen völlig. Na klar, es ist nur ein kleiner Teil der Studierenden, die in Hessen an privaten Hochschulen studieren. Aber ich halte ihn für einen wichtigen Teil unserer Hochschullandschaft und für eine gute Ergänzung. Wir haben außerdem private Geldgeber, die weiter auch eigenes Geld in unser Hochschulsystem hineingeben. Wir haben im Übrigen auch, das wäre vielleicht noch verständlich, wenn wir jetzt keine relevanten privaten Hochschulen in unseren Landesgrenzen hätten. Da gibt es die European Business School, die EBS, es gibt die Hochschule Fresenius, es gibt die Frankfurt School, es gibt die Provades, es gibt sich kirchliche Hochschulen, um nur einige zu nennen. Meine Zeit würde gar nicht ausreichen, um sie alle zu nennen. Das sind im maritimen Bild geblieben Schnellboote, die noch eine extra Mannschaft aus privaten Ruderern dabei haben. Aber auf ihrem Ozean, auf ihrem politischen Ozean, Frau Ministerin, da spielen die gar keine Rolle. Sie setzen nur auf ihre Segelboote. Finde ich sehr traurig. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Fazit ziehen. Sie stechen in See, ohne eine Karte zu haben. Sie sind mit den hinteren Plätzen bei der Lehrqualität offenkundig zufrieden. Sie loben es alles und sagen, na ja, wir sind mal ein klein bisschen so vom vorletzten Platz nach vorne gekommen. Sie machen bei der Forschung gar nicht mehr den Versuch, in die erste Liga zu kommen. Den Versuch müsste man wenigstens tun. Ich will ja gar nicht behaupten, dass man das sofort schaffen muss, aber wenigstens den Versuch der Weltumsegelung, den machen Sie gar nicht mehr. Drittens, Sie denken Hochschulen viel zu politisch im Sinne Ihrer eigenen politischen Ziele. Und damit lenken Sie die Flotte in die falsche Richtung und Sie lenken sie auf Untiefen. Und Sie vergessen die privaten Hochschulen völlig, völlig in Ihrem Konzept. Und ich kann Ihnen sagen, das, was Sie hier tun, das ist weder verlässlich noch mutig. Erst recht mutig ist es nicht. Und Sie machen uns damit viel zu klein. Und dieses viel zu klein machen, das ist zumindest eins nicht. Es ist keine Strategie. Es ist überhaupt keine Strategie. Es ist ein Weiter-so. Und damit ohne Strategie in so schwierige Gewässer zu gehen, damit werden wir Schiffbruch erleiden. Und das genau wollen wir Freie Demokraten nicht. Denn wir sind überzeugt, Hessen hat in diesem Bereich der Hochschulpolitik sowie in anderen, Hessen hat sehr viel mehr verdient. Vielen Dank. Danke, Herr Büger. So, wir segeln weiter mit Frau Kula von den Linken.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nein, ein Plädoyer für die Privaten, das ist jetzt tatsächlich nicht zu erwarten. Nach einem Jahr, in dem man seine Freunde kaum getroffen und seine Dozenten nur auf dem Computerbildschirm gesehen hat, werde ich langsam müde. Psychisch krasse Belastung, finanzielle Unterstützung fehlt. Das Studieren ist deutlich eintöniger und schwieriger geworden. Seit einem Jahr herrscht Ausnahmezustand, und wir sollen am besten ganz normal weiter studieren. So beschreiben Studierende ihre aktuelle Situation unter dem Motto Uni zu auf Instagram. Sie skizzieren äußerst belastende Umstände, unter denen sie aktuell ihr Studium absolvieren müssen. Dass diese Schilderungen keineswegs nur subjektive Eindrücke einzelner Studierender sind, zeigen verschiedene Studien und Umfragen aus dem letzten Jahr. Etwa eine durch die Technikerkrankenkasse beauftragte Forsa-Umfrage oder die Online-Befragung Studico eines Forschungsteams der Universität Hildesheim belegen, wie dramatisch sich Corona auf die Lebenswelt und Gesundheit von Studierenden auswirkt. Nicht nur ist demnach die Arbeitsbelastung enorm angestiegen, auch Zukunftsängste und finanzielle Probleme haben zugenommen. Und dazu kommt, dass allein in Hessen über ein Drittel aller Anträge von Studierenden zur finanziellen Soforthilfe abgelehnt worden sind und eben diese Soforthilfen bei den Mietpreisen und Lebenshaltungskosten in den Unistädten viel zu knapp bemessen war. Besonders besorgniserregend sind die Befunde zu psychischen Belastungen bis hin zu Depressionen unter Studierenden. 2012 haben laut Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes 3% der Studierenden angegeben, sie seien psychisch beeinträchtigt. 2016 ist der Anteil auf 7% und in einer Befragung für das Corona-Jahr 2020 auf 10% angestiegen. Von Chancengerechtigkeit und Mut, die die Ministerin heute im Titel ihrer Regierungserklärung beschworen hat, spüren viele Studierende aktuell herzlich wenig. Im Gegenteil, es gehören Vereinzelung, Antriebslosigkeit und soziale Leere zum aktuellen Studienalltag. Und die Corona-Krise ist längst zu einer Bildungskrise geworden. Das Ausmaß der Verheerungen ist kaum absehbar. Und ein Zurück zum Normalzustand, wie es auch Herr Hofmeister beschworen hat, an den Hochschulen, ist oft keine schöne Aussicht. Die Krise trifft nicht nur diejenigen Studierenden besonders hart, die sich durch Nebenjobs das Studium finanzieren müssen und seit einem Jahr ohne Einkommen auskommen müssen. Nein, die Krise trifft auch die Beschäftigten an den Hochschulen. Die Probleme in der Personalstruktur der Hochschulen sind durch Corona noch deutlicher hervorgetreten. Die seit mittlerweile 3 Semestern anhaltende Ausnahmesituation wird zum gefühlten Dauerzustand. Die digitale Lehre bringt einen deutlich höheren Arbeitsaufwand der Lehrenden mit sich. Kommunikation mit den Studierenden aufrechterhalten, die Freischussregelung für Prüfungen der Studierenden umsetzen, digitale Formate entwickeln. All das hat die Lehre im letzten Jahr geprägt und ist nur dank der systematischen Selbstausbeutung der Lehrenden im Sinne der eigenen Profession möglich gewesen. Die prekären Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen verschärfen die aktuelle Situation. Das führt dazu, dass viele Beschäftigte an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Schließlich müssen auch sie Beruf, Homeschooling und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen. Der Druck zur permanenten Verfügbarkeit hat unter Corona massiv zugenommen. Und die Entgrenzung zwischen Arbeitswelt und Privatem setzt vielen Hochschulbeschäftigten zu. Und auch hier gilt, Klatschen und Dank alleine reichen nicht aus. Hier braucht es konkrete Verbesserungen für die Beschäftigten. Der Digitalpakt Hochschule sorgte zwar für einen Digitalisierungsschub an den hessischen Hochschulen, aber nicht für Entlastung. Die Digitalisierung muss aber so ausgestaltet werden, dass sie den Beschäftigten und Studierenden dient und kein Selbstzweck ist. Es braucht langfristige Förderung für langfristige Aufgaben. Die Digitalisierung von Forschung und Lehre an den Hochschulen umzusetzen und zu begleiten, sind langfristige Aufgaben und müssen deswegen an dauerhafte Beschäftigung geknüpft werden. Wir als LINKE sagen ganz klar, die Digitalisierung im gesamten Bildungsbereich darf nicht zu Personalabbau führen. Pädagogische und wissenschaftliche Leistungen der Beschäftigten sind nicht digitalisierbar. Die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen waren aber schon vor Corona nicht gerade verlockend. 84% der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben befristete Stellen. Eigenverpflichtungen der Hochschulen zur Schaffung von unbefristeten Stellen haben sich als wenig wirksam erwiesen. Kein Wunder, schließlich hängt die Finanzierung unserer Hochschulen seit Jahren immer mehr an Drittmitteln. Um diese Mittel einzuwerben, müssen Anträge gestellt, die Mittel gemanagt und ihre Verwendung nachgewiesen werden. Dieser Prozess frisst zunehmend einen großen Teil der Arbeitskapazitäten an den Hochschulen auf, die dann in Lehre und Forschung fehlen.
Dabei handelt es sich bei den Drittmitteln oftmals auch um öffentliche Mittel, welche dann über diesen Umweg und hohem Arbeitsaufwand an den Universitäten landen. Die Konferenz der hessischen Universitätsleitung hat diesen Irrsinn 2019 als Drittmittelhamsterrad beschrieben. Das finde ich sehr passend. Und dieser Auswuchs der Entwicklung hin zu einer neoliberalen Hochschulfinanzierung sorgt dafür, dass trotz steigender Studienzahlen Unterfinanzierung und Projektarbeit an der Tagesordnung sind. Und dieses Dilemma löst sich auch nicht durch Exzellenzforschungsprogramme wie LOEWE. Diese Mittel werden nach dem Wettbewerbsprinzip vergeben und kommen somit hauptsächlich den sowieso großen und starken Universitäten zugute. Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind bei der LOEWE-Förderung komplett außen vor, was das Ungleichgewicht zwischen ihnen und den Universitäten weiter verschärft. Wir lehnen wettbewerbsorientierte Exzellenzförderung ab. Stattdessen wollen wir das Grundbudget der Hochschulen bedarfsgerecht ausbauen, um an allen Hochschulen gute Forschung und Lehre zu ermöglichen. Leider sieht die Realität aber ganz anders aus. Das Befristungsunwesen an unseren Hochschulen steht den eigenen Ansprüchen einer Spitzenforschung und hochqualitativer Lehre diametral entgegen. Wer eine befristete Stelle hat, kann kaum das eigene Leben und Familie planen. Wer unter prekären Arbeitsbedingungen arbeitet, kann kaum nachhaltig gute Forschung und Lehre praktizieren. Der Druck im wissenschaftlichen Mittelbau ist so groß, dass sich etliche Initiativen gegründet haben, um dem Befristungsspuk ein Ende zu setzen. So zum Beispiel Kassel unbefristet, Darmstadt unbefristet oder Just unbefristet aus Gießen. Die GEW hat mit dem Templiner Manifest bereits vor 10 Jahren einen wegweisenden Beitrag geleistet, um die Wissenschaftspolitik zum Umdenken zu bringen. Und ja, sowohl im Bund als auch in Hessen hat ein vorsichtiger Sinneswandel stattgefunden. Schließlich konnte niemand mehr die Probleme an den Hochschulen leugnen. Die 2016 in Kraft getretene Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes sollte unsachgemäße Befristungen einen Riegel vorschieben, die Novelle 2020 pandemiebedingte Vertragsverlängerungen ermöglichen. Und auch der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken von Bund und Ländern legte einen Schwerpunkt beim Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse. Aber dieses Programm ist nicht nur wachsweich formuliert, es packt das Problem auch nicht bei seiner Wurzel, nämlich der zu niedrigen Grundfinanzierung der Hochschulen und dem damit verbundenen Zwang zur Drittmittelakquise. In Hessen weist die schwarz-grüne Koalition mit dem Hochschulpakt 2021 bis 2025 immerhin in die richtige Richtung. Die von Studierenden seit Jahrzehnten vorgebrachte Forderung nach einer Dynamisierung der Grundfinanzierung wurde endlich aufgenommen. 4% des Sockelbetrages mehr pro Jahr. Dieser umfasst das Grundbudget, die QSL-Mittel, die zur Verbesserung von Studien und Lehre als Ersatz für die Studiengebühren eingeführt wurden, sowie Gelder aus der Bund-Länder-Vereinbarung. Diese Dynamisierung ist ausdrücklich zu begrüßen. Nur leider muss man immer wieder betonen, dass das auch nicht ausreichen wird, um selbst die eigenen Ziele von Schwarz-Grün zu erreichen. Die Landesregierung will wieder hin zu einer Betreuungsrelation in der Lehre, wie sie 2005, wie es sie da gab. Aber allein dafür brauchen wir 3.000 Vollzeitstellen mehr. Auch müsste die Steigerungsrate von 4% rückwirkend für die letzten 13 Jahre berechnet werden, in denen die QSL-Gelder einen inflationsbedingten Wertverlust erlitten haben. Durch die Weigerung der Landesregierung, hier eine rückwirkende Lösung zu finden, entsteht eine erhebliche Finanzierungslücke. Im Hochschulpakt finden sich auch Zusagen zur Eindämmung der befristeten Beschäftigung. Auch das ist gut. Die Erkenntnis, dass es für Daueraufgaben auch Dauerstellen braucht, ist mittlerweile in der Wissenschaftspolitik angekommen. Wie nachhaltig diese Erkenntnis ist, wird sich zeigen. Aber wenn man die Knausrigkeit der Hochschulen bei Corona-bedingten Verlängerungen von Beschäftigungsverhältnissen anschaut, dann kann man ein großes Fragezeichen an den Ausbau der Dauerbeschäftigung an Hochschulen machen. Wir warten ab, was der angekündigte Kodex für gute Arbeit von Frau Dorn bringen wird und inwiefern dieser zu tatsächlichen Verbesserungen der Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen führen wird. Warme Worte reichen hier schon längst nicht mehr aus. Eine weitere Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes ist der Sanierungs- und Investitionsstau an den Hochschulen. Das Hochschulbauprogramm Heureka soll hier Abhilfe leisten. Aber die Landesregierung weiß ja nicht einmal, wie groß der eigentliche Bedarf ist, weil sie wie bei den Schulen keine Erhebung des Sanierungsstaus durchführen will. Aber wenn Heureka substanziell etwas am baulichen Zustand der Hochschulen ändern soll,
dann wäre es jetzt auch an der Zeit, den tatsächlichen Investitionsbedarf zu erheben und die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Insgesamt hat sich die Ministerin auf einen richtigen Weg gemacht, aber vielen Beschäftigten und Studierenden ist aktuell wohl kaum nach einem Segeltörn mit der Wissenschaftsministerin zumute. Sie versuchen nämlich gerade unter Deck die großen Löcher im Rumpf des Schiffes zu stopfen. Es braucht dringend den politischen Mut, den Frau Dorn selbst mit warmen Worten anpreist. Den Mut, mit festen Quoten von 50% und konkreten Vorgaben in den Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschulen Befristungen den Kampf anzusagen. Es braucht den Mut, die Hochschulen so finanziell auszustatten, dass die Qualität von Studium, Lehre und Forsche nicht länger von Drittmitteln abhängig ist, sondern vom engagierten Einsatz der Beschäftigten für ihre Profession. Den Mut, die Hochschulen zu demokratisieren, dass die Studierenden nach Corona auch endlich echte Mitbestimmung ausüben können, sowohl als studentische Hilfskräfte als auch als Teil der verfassten Studierendenschaft. Wo bleibt der Mut zur Drittelparität in den Hochschulgremien? Wo bleibt der Mut für den Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte? Wo der Mut zur Chancengleichheit, wenn es darum geht, Bildungshürden wie NCs oder Aufnahmeprüfungen endgültig eine Absage zu erteilen? Der Mut zur Initiative im Bundesrat für ein elternunabhängiges und bedarfsgerechtes BAföG? Die Segel der Landesregierung sind in die richtige Richtung gewandt, aber ein laues Lüftchen wird nicht für gute Arbeitsbedingungen, ein gutes Studium und gute Forschung sorgen. Dafür müssen schon die Beschäftigten und Studierenden weiter Wind machen. Danke, Frau Kula.